So, das nächste Thema ist ein auch wieder in Fortsetzung dessen, was wir gerade erlebt und gerade gehört haben, eine Themenbereich, ein Wissenschaftsbereich, der natürlich nicht politisch korrekt ist, den keiner so wirklich haben und sehen möchte, der aber gleichwohl ein gewaltiges Thema darstellt. Alles das, was mit Elektrosmog, mit der Belastung durch Elektrosmog im weitesten Sinne zusammenhängt und den Möglichkeiten. Und ich erinnere mich an eine Sendung, die ich gemacht habe zu diesem Thema, mit sehr beeindruckenden Bildern aus der Landwirtschaft, wie dann eben bestimmte Bereiche entstört wurden von dem Erfinder, den ihr gleich erleben werdet. Und wo man dann wirklich sehen konnte aus der Luftaufnahme, wie sich die Kühe in dem einen Fall, dem entstörten Fall, verhalten haben und im anderen Fall, wo es eben keine Entstörung gab und wie sie dann einen offensichtlich intelligenter als die Menschen einen großen Bogen um so einen aufgestellten Handymasten, nicht entstörten Handymasten gemacht haben. Dass mit dem Thema Tervica da eine Menge zu machen ist, das werdet ihr im Folgenden erfahren und die Möglichkeiten, die damit zusammenhängen. Und ich freue mich auf Alexander Rusanow. Guten Tag, liebe Freunde. Das muss ich jetzt nicht übersetzen. Я очень рад видеть вас в зале. Ich freue mich sehr, Sie alle in diesem Saal begrüßen zu können. И сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом и своими знаниями. Und heute möchte ich mich mit Ihnen teilen, meine Erfahrungen und mein Wissen, которые я получил или приобрел в течение моей профессиональной жизни. Die ich im Laufe meines Lebens bekommen oder ausgearbeitet habe. Я хочу вам рассказать о открытии, которое сделано было во Франции. Ich möchte Ihnen über eine Entdeckung, über eine Eröffnung erzählen, die in Frankreich gemacht wurde. И которая имеет большое значение для понимания того, что происходит сегодня вокруг нас. Diese Entdeckung ermöglicht uns, das zu verstehen, was im Moment mit uns allen passiert. Поскольку я геолог, я хочу вам дать несколько самых минимальных знаний о Земле. Weil ich ein Geologe bin, möchte ich Ihnen ein paar Grundwissen über die Erde geben. То, что вы видите на экране, это официальная версия строения Земли. Das, was Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, das ist eine offizielle Version von unserem Erdaufbau, которая основана на изучении различных физических явлений, различных, с помощью различных геофизических методов. Dieses Schema oder dieses Wissen wurde ist entstanden durch die verschiedenen physikalischen Untersuchungen, die auf unserem Planeten durchgeführt wurden. Радиус нашей Земли больше 6000 километров. Ein Radius von unserem Planeten ist mehr als 6000 Kilometer. Самая большая глубинная скважина была пробурена в советское время на Кольском полуострове. Der tiefste Loch, was bis jetzt von Menschen gebohrt wurde, war auf dem Kolski Halbinsel. Ее глубина 12 200 метров. Die Tiefe 12200 Meter. Дальше все остальное – это интерпретация геофизических данных. Und Sie sehen hier auf dem Schema viel tiefer. Das heißt, alles andere, das ist einfach Interpretation von Wissenschaftlern.
То есть реально мы не знаем, что находится внутри Земли. Есть только гипотезы. Das heißt, was tatsächlich, was real in der Tiefe der Erde sich befindet, weiß kein Mensch. Es gibt nur die Hypothesen. Мы знаем, что существуют тектонические плиты. Wir wissen nur, dass tektonische Platten existieren. И что эти плиты движутся и можно измерить. Und es ist bekannt, dass diese tektonischen Platten sich bewegen und diese Bewegung kann man messen. Перемещение этих плит. Мы видим только небольшую часть реальной деятельности нашей Земли. Und wir sehen nur ein kleiner Teil von der realen Tätigkeit von unserem Planeten. То есть мы все знаем, что такое землетрясение. Das heißt, wir alle wissen, was ein Erdbeben ist. Потому что происходит разрушение зданий, сооружений и гибнут люди. Weil beim Erdbeben passieren die Zerstörungen von Gebäuden und es gibt auch Menschenopfer. Но что интересно можно увидеть на этих фотографиях? Aber was können wir, was Interessantes können wir auf diesen Fotos sehen? Это мои фотографии, которые я сделал после землетрясения в Армении. Das sind die Fotos, die ich selbst gemacht habe nach dem Erdbeben in Armenien. Обратите внимание, что некоторые здания и сооружения не полностью разрушены. Wenn Sie hier sehen, die Gebäude sind nicht komplett zerstört bei so einem Erdbeben. То есть происходило разрушение по зонам разломов. In Wirklichkeit, die Zerstörung war nur dort, wo unter dem Gebäude eine Verwerfung war. И то, что мы видим, частичные разрушения, там, где разрушено, это разлом. Und überall, wo wir diese Zerstörungsteile sehen, das sind alles die Bereiche, wo unter dem Gebäude einen Spalt oder eine Verwerfung lag. И как влияют эти разломы на наше здоровье, на здоровье людей и животных, мы это посмотрим сегодня. Und wir werden heute anschauen, wie diese Erdspalten, Erdverwerfungen auf unsere Gesundheit einwirken. Наша Земля является живым организмом. Das Wichtige zu wissen, dass unsere Erde lebendig ist. Она живет. Unsere Erde lebt. У нее есть вены, это разломы. Unsere Erde hat auch Kreis, Blutkreislaufsystem und die Venen sind die Erdspalte. У нее есть лимфа. Unsere Это водные hat, потоки. Unsere Erde hat ein Lymphsystem. Das sind die Wasserader. Что происходит в настоящее время? Und was passiert in der Gegenwart? Что делает человек с нашей землей? Was macht Mensch mit dem Planeten? Он ее использует как мусорное ведро. Wir Menschen benutzen unser Planet als ein Mülleimer. Он сбрасывает в нее химические отходы. Wir bringen in die Erde Müllabfälle, chemische Abfälle. Он сбрасывает в нее радиоактивные отходы. Wir bringen in die Erde radioaktive Abfälle. Он посылает электрические токи в землю, это связано с системой электроснабжения. Auch die ganze Erdung, elektrische Erdung, fließt in die Erde. То есть Земли сейчас полно блуждающих электрических токов. Das heißt, unser Planet ist im Moment gesättigt von den durchwandernden elektrischen Strömen. Дело в том, что в Земле существуют естественные теллурические токи. Und wichtig zu wissen, dass unser Planet ihre eigene tellurische Ströme hat, natürliche. И эти теллурические токи были возможно измерить с помощью геофизических методов. Und diese tellurische natürliche Ströme könnte man früher messen mit Messgeräten, physischen Messgeräten. Современное загрязнение Земли электрическими токами теперь не позволяет пользоваться этими геофизическими методами. Die moderne Verschmutzung von unserem Planeten mit diesen
elektrischen Strömungen ermöglicht uns nicht mehr, diese physischen geologischen Geräte nutzen zu können. То есть человек изменяет физические свойства земли и почвы верхнего слоя земли. Das heißt, der Mensch verändert die physischen Eigenschaften der Erde. Появление новых современных технологий und die neue moderne Technologien привело к еще большему загрязнению нашей земли. Hat dazu geführt, dass unsere Erde noch mehr verschmutzt wurde. Мобильная связь. Каждая мобильная станция, антенна имеет свое заземление. Jede Funkantenne hat eine Erdung. Большинство мобильных передатчиков установлено на мачтах. Die meisten Mobilfunksender befinden sich auf den Sendemasten. Которые имеют заземление. Und diese Sendemasten haben auch eine Erdung, müssen geerdet werden. Зеленые технологии. Die ganze grüne Technologien, Umwelttechnologien sogenannte. Ветрогенераторы, казалось бы, используется энергия ветра. Windgeneratoren, wo erzählt wird, dass wir die Energie vom Wind nutzen, etwas Grünes. Но дело в том, что когда ветрогенераторы, некоторые ветрогенераторы устанавливаются в определенные места, это вызывает появление новых излучений, которые не существовали раньше. Aber es ist mittlerweile bekannt, dass die Orte, die Plätze, wo die Windgeneratoren aufgestellt sind, führen dazu, dass ganz neue Strahlungen entstehen, die bis jetzt noch gar nicht bekannt wurden. Фотовольтаик, зеленая технология может вызывать те же самые проблемы. Grüne Technologie, Photovoltaikanlagen, die bringen die gleichen Probleme wie die Windgeneratoren. Попытаемся разобраться, что же происходит. Wir versuchen jetzt das zu klären, was in Wirklichkeit passiert. Вы видите дом, который находится в зоне разлома. Sie sehen jetzt auf dem Bild ein Haus und dieses Haus steht auf einer Erdspalte, auf einer Verwerfung. Что такое зона разлома? Was heißt das eine Verwerfung? То есть разлом может находиться на некоторой глубине, на 100, на 200, на 300 метров. Diese Spalt kann in der Tiefe liegen, 200, 300 Meter tief. Но этот разлом оказывает влияние на все живое, что находится над этим разломом. Aber diese Erdriss, diese Spalt kann eine Einwirkung machen oder bringen auf alles, was auf diesem Spalt sich befindet oder gebaut wurde. Какие же факторы могут влиять на состояние здоровья людей и животных? Welche Faktoren können auf die Gesundheit von Menschen und von Tieren einwirken? Это геофизические факторы. Это факторы, которые можно померить и которые я мерил с помощью геофизической аппаратуры. Das sind die geophysischen Faktoren oder Belastungen, die man mit geophysischen Geräten messen kann. Очень серьезным фактором является естественное импульсное электромагнитное поле Земли. Ein sehr ernster Faktor, das ist die natürliche, natürliches Impulsfeld von unserer Erde. То есть Земля является генератором электромагнитного излучения импульсного. Unser Planet ist ein Generator für die Impuls elektromagnetische Strahlung oder für die impulsive elektromagnetische Strahlung. Диапазон частот этого излучения от нескольких герц до нескольких килогерц. Das sind die Schwingungen von einigen Hertz Bereichen bis zu mehreren Kilohertz Bereichen. Если ваша кровать находится над этой зоной и вы спите в течение 7-8 часов, wenn jemand sein Bett, sein Schlafplatz über so eine Zone, über so einen Spalt hat und schläft dort circa 7-8 Stunden jeden Tag, и вы можете подвергаться воздействию этого излучения. Wird der Körper diese Einwirkung unterzogen oder liegt unter dieser Einwirkung? Мы можем иметь в зонах разлома аномалию магнитного поля.
In diesen Erdspalten gibt es auch magnetische Anomalien. Естественного магнитного поля Земли. Das sind die magnetischen Anomalien von einem natürlichen Magnetfeld der Erde. Аномалию гравитационного поля Земли. Es gibt auch Gravitationsanomalien der Erde. Что это значит? Was bedeutet das? То есть под вашим домом может быть пустота. Das heißt, unter dem Haus kann eine Leere oder Leerhöhle liegen. Или под вашим домом находятся породы различной плотности, и это будет вызывать гравитационную аномалию. Oder wenn man unter dem Haus die Steinschichten aus verschiedenen Gesteinen hat, das kann dazu führen, dass man eine elektromagnetische Anomalie hat. Газ радон, о котором, я думаю, вы все знаете, существует везде. Газ, радиоактивный газ радон, was wahrscheinlich jeder Mensch kennt, gibt es überall. Но аномалии этого газа связаны с зонами разломов. Aber dieser Gas wirkt auf uns belastend in Bereichen von Erdspalten. И вот теперь жители этого дома живут, и их организм хорошо сопротивляется воздействию геофизических факторов. Und wenn jemand sein Haus oder Wohnung über so einen Erdspalt hat, sein Körper muss immer wieder widerstehen gegen diese Belastungen. И однажды на расстоянии 1 километра ставят мачту для базовых станций. Und wenn zufällig irgendwelche Funkmast oder irgendwelche Handyfirma zum Beispiel auf der Entfernung 1 Kilometer eine Sendemast aufstellt. Установка мачты в месте пересечения двух зон разломов. Wenn zufällig der Platz, wo Sendemast aufgestellt wird, ist auf einer Kreuzung von 2 Verwerfungen. По которым циркулирует вода. Und durch diese Verwerfungen fließt Wasser, Wasserader. Вызывает появление нового вида излучения, который не существовал раньше. Entstehen ganz neue Strahlen, die man früher gar nicht hatte. Можно назвать это неэлектромагнитное излучение. Das kann man benennen nicht elektromagnetische Strahlung. Можно назвать это информационным излучением. Man kann das benennen Informationsstrahlen. Можно это назвать торсионным, левым торсионным полем. Ein anderer Name, linksdrehende Torsionsfelder. То есть к тем естественным факторам геофизическим добавился новый информационный или торсионный фактор. Das heißt, zu diesen natürlichen elektromagnetischen Faktoren fügt sich dazu ein elektromagnetischer Faktor. И именно после установки могут начаться проблемы сначала с поведением людей или животных. Und meistens nach dem Aufstellen von so einer Sendemast können die Gesundheitsprobleme auftauchen. Это может быть нарушение сна, усталость. Zum Beispiel Schlafprobleme, Müdigkeitszustände. Совершенно непонятные, которые появляются внезапно. Eine ganz komische Herkunft, wo man nicht erklären kann, wieso das kommt, warum das kommt. Но обычно говорят, когда это происходит с людьми, когда ставится базовая станция, и люди начинают реагировать негативно на это. Meistens, wenn so ein Sendemast aufgestellt wird und die Menschen, die in der Nähe wohnen, sich beklagen über die körperliche Unannehmlichkeiten, wird Folgendes gesagt. Говорят, что это связано с их психикой. Потому что они увидели, они знают, что это вредно для здоровья, и поэтому они так реагируют. Den Menschen wird erklärt, das hat was mit der Psyche zu tun, weil der Mensch diese Sendemast sieht und sich selbst manipuliert, dass es auf ihn schlecht einwirkt. Но я могу вам сказать, животные, коровы, например, которые понятия не имеют, что на расстоянии 1 километра установили базовые станции. Aber ich möchte Ihnen ganz gerne sagen, dass die Kühe, die null Ahnung haben, dass man eine Sendemast aufgestellt hat, Реакция появляется сразу же. Reagieren sofort. Коровы, например, не хотят заходить больше в доильный зал. Wenn ein Melkeraum
steht gerade über einen Erdspalt. Die Kühen, die Tiere gehen nicht mehr in diesen Raum rein. И появляются проблемы со здоровьем. Und die bekommen richtige Gesundheitsprobleme. Что будет дальше? Was Не было weiter? Базовых станций. И вот, наконец-то, оператор подключил базовые станции и появляется электромагнитное излучение. So, zuerst waren keine Sendemasten, war alles ruhig, und jetzt wird eine Sendemast aufgestellt, und dann wird elektromagnetische Strömung eingeschaltet. Официальная версия, которая основана на измерительных приборах. Die offizielle Version, was von Messgeräten ausgeht, говорит о том, что не может быть никакого влияния этих базовых станций на расстоянии 1 километр. Die uns offiziell erklärt wird, dass man auf der Entfernung 1000 Meter keine Einwirkung auf die Menschen möglich ist. То есть, если вы применяете измерительные приборы, даже если вы на расстоянии 100-200 метров, результаты измерений меньше в 100, в 1000 раз, чем норма. Das heißt, wenn man die zugelassenen baubiologischen Messgeräte zu sich nimmt und auf der Entfernung 100 bis 200 Meter von der Sendemast Messungen durchführt, tatsächlich, man kann fast nichts messen. Но дело в том, что излучение идет из Земли. Источник этого излучения – мачта базовой станции и плюс антенны, передатчики базовых станций. In Wirklichkeit, die negative Einwirkung kommt aus der Erde. Die geht entlang von diesem Spalt und wirkt auf uns aus der Erde. Plus die elektromagnetische hochfrequente Strahlung von diesem Sendemast. Я хочу несколько слов сказать о торсионных полях. Und ich möchte kurz über die Torsionsfelder erzählen. Это очень обширная тема. Das ist ein großes Gebiet. За две минуты ее невозможно охватить. In ein paar Minuten kann ich nicht viel darüber erzählen. Я чисто практически вижу, что теория, которая была создана двумя российскими учеными, Und ich sehe, dass die Theorie, die von zwei russischen Wissenschaftlern entwickelt wurde, на практике соответствует действительности. Entspricht der Praxis oder der tatsächlichen Wirklichkeit. Анатолий Акимов, Herr Акимов и Геннадий Шипов создали теорию торсионных полей. Und Herr Шипов, das sind die Gründer der Torsionstheorie. Мы знаем из школы, Sie wissen wahrscheinlich von der Schule, что электромагнитные поля созданы электрической нагрузкой. Dass die elektromagnetischen Felder durch die elektrischen Motoren entstehen oder Belastungen. Gravitationsfelder поля созданы массой. Dass die Gravitationsfelder durch die Masse, durch das Gewicht entstehen. И торсионные поля созданы спином. Und Torsionsfelder, das ist ein drehender Spin. Это угловой момент квантовых частиц. Das ist im Endeffekt der Kern der Quantenphysik. И или формой объекта. Und gleichzeitig die Form von einem Objekt, von einem Gegenstand hat eine Einwirkung. И это очень интересно, потому что существует много других теорий. Und das ist ganz interessant, weil im Moment gibt es viele Theorien über die Torsionsfelder. А эта теория как раз и объясняет то, что объекты, форма объекта может вызывать излучение, торсионное излучение. Und diese Theorie von den russischen Wissenschaftlern gerade erklärt die Entstehung von den Torsionsfeldern durch die bestimmte Form. И в зависимости от направления вращения спина торсионные поля бывают левые и правые. Und je nachdem, wohin dieses drehende Feld sich bewegt, nach links oder nach rechts, in Uhrzeige- oder Gegenuhrzeigesinn, können diese Felder auf uns unterschiedlich wirken.
Российский академик Казначеев. Ein russischer Wissenschaftler, Akademiker Kaznacheyev. Это врач. Das war ein Arzt. Он изучал влияние торсионных полей левых и правых на организм человека. Er hat sein Leben gewidmet der Untersuchungen, wie die links- und rechtsdrehende Torsionsfelder auf die Lebewesen und auf die Menschen einwirken. Его исследования показали, что левые торсионные поля отрицательно влияют на организм человека. Er hat wissenschaftlich nachgewiesen, seine Forschungen haben bewiesen, dass die linksdrehende Torsionsfelder negativ auf die Menschen und Lebewesen wirken. Самый первый эффект, который может вызываться левыми торсионными полями, это преждевременное старение клеток. Das erste, was jeder Mensch durch die linksdrehende Torsionsfelder erlebt, das ist eine frühzeitige Zellalterung. Эта теория говорит также, что электромагнитные поля имеют не только электрическую и магнитную компоненту. Diese Theorie erzählt auch, dass die elektrische Felder nicht nur elektrische und magnetische Komponente haben, но также и торсионную компоненту. Dass die auch eine Torsionskomponente haben. И это очень важно для того, чтобы понять, что происходит вокруг нас. Und das ist sehr wichtig, verstehen zu können, was im Moment uns herum passiert. Потому что когда изучают электросмог, weil wenn man über Elektrosmog spricht, обращает в основном внимание на электрическую и магнитную, только на электрическую и магнитную компоненту. Meistens wird die elektrische Belastung angeschaut und die magnetische Auswirkung. И измерения происходят с помощью приборов, которые существуют. Diese Felder werden durch die Messgeräte gemessen. И они основываются на стандартах, которые существуют. Und man folgt den Standarten, die einfach von dem Land, von der Regierung ausgearbeitet wurden. То, что касается стандартов на электромагнитное излучение. Das, was als Norm, zugelassene Norm für die elektromagnetische Strahlen ausgearbeitet wurde. Практически во многих странах они основаны на тепловом эффекте. Die meisten Grenzen, die festgelegt werden, haben mit einem Thermoeffekt zu tun. Биологический эффект или эффект влияния на клетки. Die Einwirkung, biologische Einwirkung auf die Zellen. На ДНК не рассматривается. Oder auf DNS werden gar nicht berücksichtigt. Можно ли померить торсионные поля? Kann man die Torsionsfelder messen? Я думаю, пока не существует единица измерения, их померить нельзя. Solange wir keine Messeinheit haben, können wir diese Felder nicht messen. Но можно ли их выявить? Kann man die entdecken oder rausfiltern? Да, существует аппаратура, которая была разработана в России. Вы видите на фотографиях эти аппараты. В России господином Кравченко. Ja, kann man. Es gibt in Russland Wissenschaftler, Herr Kravchenko, der spezielle Geräte, Messgeräte entwickelt hat, mit denen man Torsionsfelder aufspüren kann. В Украине это аппарат, который называется Vega 11. Vega 11, das ist ein Gerät in der Ukraine. Господин Шкатов в России, доктор физико-математических наук. Ein Doktor für Physik, der Herr Шкатов in Russland. Который разработал несколько различных аппаратов, которые меряют торсионный контраст. Er hat mehrere Geräte entwickelt, die Torsionsfelder messen können oder entdecken können. И в Соединенных Штатах Марк Кринкер русского происхождения разработал. Und in USA Herr Mark Krinker, eine russische Herkunft, hat auch die Geräte entwickelt. Разработал аппарат, который называется Сева. Das Gerät Сева. Мы являемся электромагнитными существами.
организмами. Menschen sind elektromagnetische Wesen. Это общеизвестно, и врачи пользуются этим явлением в течение многих десятилетий. Das ist allgemein bekannt, und diese Eigenschaft nutzen die Ärzte bei ihren Diagnosen. То есть сердце наш электрический генератор. Zum Beispiel unser Herz ist unser elektrischer Generator. Электрокардиограммой можно померить разность потенциалов. EKG, damit können wir messen die unterschiedliche Potenzial im Herzen. Можно померить магнитное поле сердца. Man kann auch das Magnetfeld eines Herzens messen. Наш мозг излучает в диапазоне частот, различных частот, и это тоже можно померить с помощью электроэнцефалограммы. Unser Gehirn strahlt auch elektromagnetische Wellen aus, verschiedene Schwingung, und das können wir mit EEG-Geräten messen. То есть организм человека должен реагировать на внешние электромагнитные воздействия. Das heißt, weil wir selbst elektromagnetische Wesen sind, müssen wir auch auf die elektromagnetische Einwirkungen reagieren. То есть мы все электрочувствительные. Das heißt, wir sind alle elektrofeinfühlige Wesen. Но существует сверхэлектрочувствительные люди. Es gibt in unserer Zeit überempfindliche, elektrosensible Menschen. Что происходит у этих людей? Was passiert bei diesen Menschen? Какие симптомы? Welche Symptome haben die Elektrosensible? Это могут быть головные боли. Meistens sind das Kopfschmerzen. Головокружение. Schwindel. Усталость. Müdigkeit, бессонница, Schlaflosigkeit, шум в ушах, Ohrgeräusche, потеря концентрации, Konzentrationsschwierigkeiten, депрессия, Depressionen, сердечные проблемы, Herzinsuffizienz. То есть нарушается, может нарушаться эндокринная система, Störungen im Endokrinsystem, Hormonensystem, нервная система, im Nervensystem, иммунная система, Immunsystem. Сердечно-кардиоваскулярная система. Und Herz-kardiovaskulares System. Это реальные вещи. Во Франции Das ist alles Realität. Есть профессор Бельпом, доктор медицинских наук. In Frankreich gibt es ein Doktor Medizin, ein Professor. Один из редких Бельпом. Бельпо, Herr Бельпо. Один из редких ученых, который занимается изучением Das ist eine von wenigen Wissenschaftlern, die sich mit elektrosensiblen Menschen beschäftigt. Вместе со своей командой, mit seiner Mannschaft, в которую входят другие ученые, in diese Gruppe sind andere Wissenschaftler. Он провел изучение 1216 сверхчувствительных людей. Hat er Studien geführt mit 1216 elektrosensiblen Menschen. На настоящее время это самое большое количество людей, которое изучалось в этом плане. In unserer Zeit das ist die größte Studie für diese Menschen weltweit. И что показал эти излучения, изучения? Was hat er mit dieser Studie entdeckt? То есть происходит реальные изменения в теле человека. Er hat bewiesen, dass durch diese elektromagnetische Untersionsbelastungen in den Menschen reale Veränderungen, physiologische Veränderungen stattfinden. Он выявил биологические маркеры, по которым можно сказать, является этот человек электрочувствительным. Er hat biologische Marker entdeckt oder gefunden. Wenn man die hat, kann man ganz genau sagen oder die Menschen einstimmen, ob jemand elektrosensibel ist oder nicht. Его публикация на английском языке, ее можно найти в интернете. Seine Publikationen gibt es in englischer Sprache und das kann man auch finden. Вы имеете ссылку здесь. Hier ist der Link oder die Information, wo man sowas nachlesen kann. Почему мы можем быть электрочувствительными?
warum несколько объяснений. Warum können wir elektrosensibel sein? Welche Erklärungen gibt es dazu? Исследование американского ученого Джозефа Киршвинка. Die Forschungen von einem amerikanischen Forscher. Он выявил, что в теле человека находятся маленькие частички, наночастички магнетита. Hat bewiesen, dass in unserem Körper befinden sich ganz kleine Teilchen, Nanoteilchen, Magnetiten, magnetische Teilchen. И эти концентрация этих частичек может быть в различных частях тела. Und diese Konzentration von diesen magnetischen Teilchen kann unterschiedlich in unterschiedlichen Körperteilen sein. Работы других ученых показали, что мы имеем магнитные датчики в ретине глаза. Die anderen Wissenschaftler haben bewiesen, dass wir magnetische Sensoren in unseren Augen haben. И в мозгу человека. Und in unserem Gehirn. Что это значит? Was bedeutet das? То есть человек имеет датчики, он является приемником. Wenn wir Sensoren haben, das heißt, wir sind Empfänger. Wir sind eine Empfangsantenne. То есть таким образом он может реагировать на излучение, электромагнитные излучения, которые идут из Земли. Auf diese Art und Weise können wir die elektromagnetischen Schwingungen aus der Erde empfangen. И окружающие электромагнитные излучения. Und alle elektromagnetischen Schwingungen aus der Umwelt im Alltag. Я хочу вам дать несколько примеров, примеров на поведение животных. Как живу? Животным нет необходимости иметь измерительные приборы. Ich möchte Ihnen aufgrund von den Tierverhalten ein paar Informationen geben, wie die Lebewesen auf diese Belastungen reagieren. То есть вы видите кормушка, две Sie кормушки с абсолютно hier, одинаковым питанием. Sie sehen hier zwei Futtergruben oder zwei Futterbehälter, die absolut gleiche Inhalt haben. Животные ели только из второй кормушки. In diesem Stall die Tiere haben nur aus einer aus einem Raum gegessen, aus einem Behälter. А из первой кормушки, хотя там было то же самое, не ели. Und erster Behälter, obwohl drin gleiche Futter war, haben die gar nicht anberührt. Дело в том, что вторая, первая кормушка находится в зоне разлома. Wenn man hier auf dem Schema sehen, eine Futter, ein Futterbehälter steht im, auf der Erdspalt oder über Erdspalt. И в этой же зоне разлома находится водонапорная башня с базовыми станциями на расстоянии 1,5 километра. Und 1,5 километра entfernt, auf dem gleichen Erdspalt, steht ein Wasserturm. Установка защитного устройства на заземлении. Мачт базовых станций. Und auf diesem Wasserturm stehen die Funk. Полностью изменила ситуацию на ферме. Коровы стали есть из обеих кормушек. Als ich die Erdung von diesem Wasserturm mit Sendemasten geändert habe, mit meinen Einrichtungen, die Tiere haben ihr Verhalten komplett verändert. Я хочу сказать, что в Земле есть и положительные, и отрицательные точки. И живое реагирует на это. Посмотрите, как реагируют деревья на отрицательные точки. Auf что с ними происходит? Auf unserem Planeten gibt es positive oder positiv geladene Zonen oder Punkte und negativ geladene Punkte. Und man sieht hier auf den Fotos, wie die Pflanzen auf diese unterschiedlichen Pole reagieren. А если такая точка находится под вашей кроватью, то это может вызвать проблемы со состоянием вашего здоровья. Und wenn man so eine Zone unter dem Bett hat, das kann zu den Gesundheitsproblemen führen. Я сейчас предлагаю сделать несколько тестов реальных, посмотреть. Тесты это будут, это связано, тест называется тест мускульной силы. Ich möchte jetzt ein paar Testverfahren mit Ihnen machen durch kinesiologische Muskeltest. У нас нет времени, чтобы проводить эксперименты с помощью аппаратуры. Вы видите аппараты, которые я учил.
Wir haben leider jetzt nicht so viel Zeit, die Experimente mit den Messgeräten durchführen zu können. То есть то, что мы будем делать, в принципе, это возможно проверить с помощью диагностической аппаратуры. Das heißt, alles, was ich jetzt machen oder vorführen werde, kann man mit Messgeräten genauso durchführen. То есть я прошу 5-6 человек выйти на сцену, добровольцев. 5-6 Freiwillige, die jetzt auf die Bühne kommen möchten. Ich lade sie ein auf die Bühne. Einfach circa 6 Personen auf die Bühne. Das, mit dem 6, mit der Mathematik, haben wir alle was zu tun. Я прошу вынуть из карманов мобильные телефоны. Да, кто на сцене? Jetzt bitte alle, die auf der Bühne stehen, wenn sie Mobilfunkgeräte in den Taschen haben, bitte alle Geräte entfernen. Auch wenn die ausgeschaltet sind, alle Geräte entfernen, vielleicht irgendwo hinlegen. И выставить перед собой самую сильную руку. Jetzt überlegen Sie, welcher Arm ist am stärksten oder der stärkste, und mit diesem starken Arm wird jetzt gearbeitet. Я буду пытаться опустить руку, самое главное хорошо сопротивляться. Ihre Aufgabe ist jetzt, so fest wie möglich widerstehen. Richtig hochheben. Auf der Höhe, Schulterhöhe. Und festhalten. Test machen. Er macht Test. Test machen. Er macht Test, wie fest, wie kraftvoll Sie sind. Test machen. Test machen. Test machen. Was ist los? Das sind die, die jetzt Mittagspause nichts gegessen haben. Я вижу, что в зале народ очень сильно устал, и на сцене тоже. Ich sehe, dass ihr alle sehr müde seid und wahrscheinlich alle, die auf der Bühne sind auch ganz müde. Die meisten schlafen schon. Этому есть реальное объяснение. Dazu gibt's wahrscheinlich eine reale Erklärung, warum wir so schwach geworden sind. Ich nehme jetzt diese Scheibe, diese Einrichtung. Und platziere jetzt auf einen bestimmten Platz auf der Bühne. Und wir wiederholen jetzt unseren Muskeltest. Arm festhalten. Noch einmal. Festhalten. Что произошло? Was ist passiert? Я поставил устройство, вот эту шайбу. Ich habe jetzt eine bestimmte Scheibe, eine Einrichtung. В точку силы. Auf einen Kraftpunkt, auf einen Kraftplatz gelegt. Это устройство Тервика. Das ist eine Тервика-Einrichtung. И существуют устройства, которые предназначены для электромагнитных устройств, электронных устройств для мобильных телефонов. Diese Tervika-Einrichtungen gibt которые, es in allen möglichen Größen, beginnen vom für das Handy bis zu ganz große Räume.
которая работает с информационной составляющей или торсионной компонентой. Diese Einrichtungen oder diese Geräte arbeiten mit der Torsions, Informationstorsionskomponente des Platzes. И которые превращают левую торсионную вредную для здоровья в правую. Вы видели реакцию организма, и, может быть, в зале вы почувствовали разницу? Und diese Einrichtungen sind Transformer, die transformieren die linksdrehende Torsionsfelder in die rechtsdrehende. Und vielleicht auch die Personen, die im Saal sitzen, haben jetzt bei dem Platzieren auf den rechtsdrehenden Kraftplatz eine Veränderung im Raum gespürt. И осталось 5 минут, если вы позволите еще один эксперимент. Ich habe jetzt nur 5 Minuten und wenn Sie erlauben, ich mache noch ein Experiment mit Ihnen. Я убираю устройство. Ich mache jetzt die Schutzeinrichtung weg. Я прошу вставать там, куда я укажу. Людям на сцене. Und ich werde jetzt allen, die auf der Bühne stehen, Plätze zuweisen. Sie sollen sich auf diese Plätze hinstellen, dass ihr, genau, dass ihre Füße hier sind. Bisschen, dass die Wirbelsäule Projektion auf diesen Punkt hat. Und dann auf diesem Platz stehen bleiben, so dass ihr Steißbein oder Wirbelsäule Projektion auf diesen Punkt haben. Bitte hier. Es wird jetzt Test mit Ihnen durchgeführt. Festhalten. Bei allen anderen festhalten. Alles klar. То есть ситуация в зале не изменилась. Das heißt, я убрал устройство. Ich habe jetzt die Einrichtung weggemacht. Ну, 4 человека, они стоят на позитивных точках, поэтому они сопротивляются. Die 4 Personen, die jetzt kraftvoll waren, die stehen auf den Pluspunkten, auf den rechtsdrehenden Punkten. Сейчас моделирование небольшое произведем. Jetzt machen wir ein paar Modellierungen von unserer Situation. Мы поставим базовую станцию в форме палки. Wir nehmen jetzt ein Rohr, das ist wie eine imitiert, wie ein, ja, das ist eine Sendestation, weil die alle rund sind. И посмотрим, как отреагируют. Spüren Sie vielleicht im Saal? Jetzt schauen wir, wie reagieren die Leute, wenn eine Sendemast auf so eine negative Zone aufgestellt wird, wie das auf die Menschen wirkt. Festhalten. Jetzt noch einmal Sendemast wurde weggemacht. Vielleicht spüren Sie im Saal, hat sich auch was verändert? Теперь вы можете понять, что произойдет, если установят на расстоянии несколько сот метров мачту с базовыми станциями. Jetzt können Sie verstehen, wenn in der Nähe von Ihrem Haus, nicht nah, das heißt hunderte Meter von Ihrem Haus oder Wohnung entfernt, eine Sendemastantenne aufgestellt wird. Или это может быть мачта ветрогенератора. Oder ein Windgenerator mit einer runden Säule. Или фотовольтаик ваших соседей. Фотовольтаик-анлага. И да, для того, чтобы защитить людей от всех этих воздействий, разработана целая гамма различных устройств. Was dabei passiert mit dem Körper oder Erdwärme? Und wir brauchen richtige Schutzeinrichtungen, damit man gegen diese negative Belastungen wirken oder leben kann. И теперь я хочу объяснить, почему у нас получился этот эксперимент. Und jetzt хорошо. Möchte ich Ihnen erklären, was jetzt geschehen ist. Дело в том, что это здание находится в зоне разлома, который хорошо виден на карте. Das ist jetzt Plan von unserem Kongresszentrum.
Красное это я выделил. Это находится Rot gezeichnet, на реке. Das ist eine Verwerfung. А река идет всегда по разломам. Ein Fluss fließt immer durch eine Verwerfung, durch einen Erdspalt. Jeder Fluss braucht einen Erdspalt, um zum Fluss zu werden. И вы видите, сколько базовых станций, мачт базовых станций находится рядом. Und ganz viele Sendemasten befinden sich entlang vom Main. Хочу добавить, что кроме таких защитных устройств есть еще индивидуальные, которые защищают человека Sie от воздействия, когда необходимо перемещаться. Scheibe gesehen, die man im Raum verwendet hat. Aber wir sitzen nicht immer in einem Raum. Wir bewegen uns im Alltag oder wir fahren im Auto. Wie kann man den Körper unterwegs schützen, wenn man mobil ist? Если вам это интересно, больше информации можете получить на стенде Тервика, который. Weil jetzt wenig Zeit bleibt und wenn Sie mehr Informationen darüber bekommen oder wissen möchten, wir haben hier Tervika Stand als Messestand. Da kann man zu diesem Stand kommen und sich informieren lassen. Я благодарю вас за информацию. За то, что вы так внимательно слушали меня. Vielen Dank für eine fantastische Aufmerksamkeit. Dankeschön.